Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute mein erstes Adventskalender-Video für dieses Jahr für euch. Und zwar den Neonail-Adventskalender. Die meisten von euch wissen ja, ich liebe Neonail. Ich mache mir seit 2 Jahren, glaube ich, meine Nägel nur noch mit Neonail und bin davon total überzeugt. Und deswegen kaufe ich mir auch jedes Jahr den Adventskalender, weil da eben besondere Farben drin sind. Und genau, ich würde sagen, wir fangen an, den Kalender jetzt mal aufzumachen, Türchen für Türchen. Und ich bin schon voll aufgeregt und freue mich schon voll, was dieses Jahr wieder für schöne Farben dabei sein werden. Also, so sieht er aus. Das finde ich schon mega schön. Da haben sie sich wieder was Schönes Neues einfallen lassen. Und jetzt geht's los mit dem Suchen vom ersten Türchen. Ah, da, hier ist gleich die 1. Oh, das geht schwer raus. Ah, das ist mit einem Drehmechanismus festgemacht. Naja gut, wir kommen zurück zum ersten Türchen. Boah, ich bin voll aufgeregt. Ich liebe es. Und im ersten Türchen haben wir... Geil. Eine Color Base in der perfekten Farbe. Ich benutze die ja immer, die Base, in... Oh, ich weiß die Farbe gar nicht. Rose irgendwas. Und das ist jetzt die Farbe Minimalist Color Base Shiny Rouge Tone. Also es sieht sehr neutral aus. Da ist Glitzer drin. Oh mein Gott. Ich versuche euch jetzt mal das Glitzer zu zeigen. Ich hoffe, man kann es erkennen. Aber ist das geil. Da braucht man ja gar nichts mehr drüber und nimmt man einfach die Base Topcoat und ist fertig. Oh, so schön und das ist gleich die erste Farbe. Geil, so kann es weitergehen. Ich freue mich gerade voll. Ja, das ist das erste Türchen. Weiter geht's mit der Nummer 2. Ich hoffe, ich brauche jetzt nicht für jedes Türchen so lange, aber ich freue mich so. Die 2. Die 2 ist hier hinten. Und in der Nummer 2 haben wir auch eine Farbe. Und zwar Blushing Red. Das ist bestimmt voll das schöne Weihnachtsrot. Oh ja, oh geil. Oh Mann, die ersten 2 Türchen sind schon so genial. Also ich freue mich megamäßig. Und da kann ich mich gar nicht entscheiden, was ich als erstes verwende. Aber das Rot ist voll schön. So, weiter geht's mit der 3. Da hinten. Die 3 ist ein bisschen größer. Und da ist hier so was Kleines von Neo Make-up drin. Hey, was ist das? Ist das ein Cream Blush oder so? Lip and Cheek Balm Mini. So sieht der aus. Oh, der ist schön cremig. Und hat so ein Finish, so, wie nennt man das jetzt wieder? So seidig. Oh, und der riecht auch gut. Also richtig schön für die Handtasche. Als Blush. Kann man es auch? Das ist halt echt ein schöner, leichter Ton, ne? Also richtig cool. Voll schön. Das letzte Mal war ja ein Highlighter drin letztes Jahr. Der ist auch voll gut. Den habe ich auch schon voll oft benutzt. Dann die Nummer 4. Hier. In der Nummer 4. Oh, da ist Glitzer drin. Electric Effect ist in der Nummer 4 drin. Ich versuche immer sowas zu benutzen, aber bei mir sieht es immer nicht so schön aus. Ich mache das jetzt lieber nicht auf, nicht, dass ich eine Sauerei dann habe, aber das sieht richtig schön aus, nur ja, bin ich immer ein wenig zu blöd, sowas schön hinzubekommen auf den Nägeln. Aber Übung macht ja bekanntlich den Meister. Dann die 5. Da. Aha. Oh, in der 5. Raschelt's.
In der Nummer 5 sind Glitzersteinchen drin. Sieht nach mehreren verschiedenen Größen aus. Ja, also es sind verschiedene Größen und Formen drin. Vielleicht sollte ich auch mal Glitzersteinchen verwenden. Die sehen schon echt schön aus. Aber ja, gut. Wenn ich die jetzt umkippe, fallen sie runter. Das wollen wir nicht. Dann die 6, die ist hier. Nikolaus. Da ist wieder so eine schöne Farbe drin. Holiday Glitter. Aber die erinnert mich an eine Farbe vom letzten Jahr. Ja, also letztes Jahr war auch so eine ähnliche Farbe drin. Aber gut, Weihnachten ist nun mal Rot, Glitzer, Grün, Silber, Gold, Glitzer und so. Deswegen, ja, finde ich das jetzt nicht schlimm. Ich finde die Farbe wunderschön. Gefällt mir richtig gut. Machen wir weiter mit der Nummer 7. Ja, ganz da vorne, ne? Ist auch wieder ein bisschen größer. Oder ist wieder so eine Transferfolie drin. Die waren auch letztes Jahr immer in verschiedenen Farben drin. Ja, ich wollte die mal anwenden. Da braucht man ja aber irgendwie so ein Ding dazu, so ein Gel, dass das funktioniert. Und deswegen, ja, konnte ich das noch nicht machen. Aber, ja, vielleicht sollte ich es mal. Jetzt habe ich nämlich schon die 4. Folie. Und habe noch keine einzige verwendet. Ach, da hinten. Oh, das ist so groß. Aber es ist wahrscheinlich wieder eine Farbe drin. Yes. Oh. Jolly Love heißt die Farbe. Und es sieht auch nach einem Rot aus. Und das ist so eine One-Step-Color. Das macht man einfach einmal drauf und dann Topcoat drüber. Da war letztes Jahr ein Lila drin und dieses Jahr so ein schönes Rot. Wahnsinn, ey. Es ist ein richtig schöner Rotton. Wenn es mal schnell gehen muss und man keinen Aufbau machen kann, ist das perfekt. Boah. Ah, jetzt sind wir da so viele schöne Farben, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll zu testen. Aber gut, so ist es nun mal, ne? Ach, dann kommen die 9. Die ist hier vorne. Es ging jetzt mal schnell. Oh, aber die hängt fest. Und in der 9. Was ist denn das? Ist wieder was von Neo Make-up. Face and Body Glitter Gel. Also das ist so ein komisches Peach-Orange-Glitzer irgendwie. Keine Ahnung. Das ist jetzt nicht so meins, aber das ist halt so. Wenn man vielleicht auf Festivals geht oder so. Gut, mache ich jetzt nicht, aber dafür wäre das bestimmt perfekt, weil das echt schön glitzert, aber ja. So, 10 haben wir hier vorne. Und hier haben wir wieder eine kleine Farbe und zwar Xmas Essentiell. Essential, keine Ahnung. So rum. Das sieht nach einer schönen hellen Farbe aus. Oh ja, die ist auch schön. Ich weiß immer nicht, wie ich es am besten zeigen kann. Ich sollte mir echt mal so Swatch-Dinger kaufen, dass ich so Swatches machen kann. Aber die sieht auch richtig schön aus. Ich liebe die Neonail-Farben. Und im Adventskalender sind ja immer so Sonderfarben drin. Deswegen liebe ich die dann immer noch umso mehr. 11 hier. Da ist noch eine Farbe. Oh, Glitzer. Und in der großen Größe. Top Glow Pink Aurora Flakes. Oh, das war letztes Jahr in Rose Gold drin. Das sieht ja hübsch aus. Ich hoffe, man kann es erkennen. Oh ja. Oh, ist das schön. Das ist ein richtig schönes Glitzer.
gefällt mir echt gut. Das auf den roten Nagellack vielleicht. Boah, das muss ich mal ausprobieren. Das stelle ich mir aber echt gut vor. Also auf diese Base, ne? Das könnte echt gut ausschauen. Ey, wo war man? 11? Jetzt kommt die 12. Wir haben schon Halbzeit. Wahnsinn. Da ist auch eine Farbe drin. Man erkennt es durch die Schlitze. Und zwar Winter Mood On. Das sieht nach einem dunklen Bärenlila aus. Oh ja, oh. Das ist aber richtig dunkel. Das sind immer nicht so meine Farben, weil ich immer finde, so ganz dunkle Farben stehen mir auf den Nägeln nicht. Aber an und für sich ist es eine richtig schöne Farbe. Vielleicht sollte ich es mich einfach mal trauen und so eine Farbe benutzen. Weil ich kann sie auch wieder abmachen, wenn es mir nicht gefällt. Aber es ist auf jeden Fall eine schöne Farbe. Und dann sind wir schon bei der 13. Es werden weniger und hier ist was Leichtes drin und es raschelt wieder ganz leicht. Gold. Oh Gott, die könnte ich mir auch gut auf dem roten vorstellen. So auf dem Ringfinger eine. Ich weiß nicht, wie ich die euch am besten zeigen kann. Aber die sind so süß. Also richtig schön, die Schneeflocken. Gefallen mir echt gut. Voll cool. So, dann kommt schon die 14. Die habe ich auch schon gesehen. Hier. Da ist wieder eine Farbe drin. Und zwar Cozy Scarf. Und das ist so ein Matschton. Manchmal finde ich, tut es mit dem Deckel nicht so gut übereinstimmen, weil auf dem Deckel sieht es eher rosa-stichig aus. Und wenn man jetzt hier das am Pinsel anschaut, sieht es eher so braun-matschmäßig aus. Ja, aber das ist auch eine schöne Farbe. Die erinnert mich an irgendeine andere Farbe, die mir mal gefallen hat. Also richtig schön. So. Dann die 15, die ist hier hinten. Ein ganz großes Päckchen. Da ist so ganz süßer Weihnachtsbaum drauf. Kann ich euch ja mal zeigen. Da ist eine Handcreme drin. Und jetzt bin ich gespannt, wie die riecht. Die letztes Jahr hat so gut gerochen. Die hätte ich mir echt in einer großen Größe gewünscht. Und die riecht genauso. Oh mein Gott, ich glaube... Oh, ist das geil, ey. Jetzt habe ich nochmal so eine gut riechende Handcreme. Ich finde nämlich... Das riecht wie das Herbal Essences Shampoo von früher, aber geil. Die haben das ja neu gemacht, aber das neue riecht nicht so gut. Das riecht wie das erste. Oh, ich freue mich so, dass ich jetzt nochmal so eine Handcreme habe. Ich liebe den Duft nämlich, der ist echt genial. Und ja, ich finde es schade, dass den nicht in einer normalen Größe bei Neonail gibt, aber umso mehr freue ich mich jetzt, dass ich den nochmal habe. Voll geil. Ja. So, dann machen wir weiter mit der 16. Da hinten. Oh, so geil, ich freue mich jetzt über die Handcreme. In der 16 haben wir nochmal eine Color Base in Peachton. Okay, das ist jetzt überhaupt nicht meine Farbe. Aber als Base verwende ich es trotzdem, weil dann mache ich halt eine Farbe drüber und dann sieht man das nicht mehr. Ein Babyboomer würde ich jetzt damit nicht machen, aber ja, ich finde die Base wirklich immer gut, egal welche Farbe. Letztes Jahr war ja im Adventskalender so eine dunkle Base drin und ich finde die einfach super. Also für einen leichten Aufbau sind die perfekt und deswegen spielt auch nicht immer die Farbe eine Rolle. Die ist nur wichtig, wenn man halt eben einen Babyboomer machen möchte, weil es dann durchscheint. Aber ja, finde ich auf jeden Fall gut. Base kann man nie genug haben. Dann kommt die 17.
Da ist die Farbe drin Sweet But Twisted. Das sieht nach einem Rosa aus. Oh ja. Das ist aber echt was für den Sommer. Also das knallt richtig, das Rosa. Aber es ist richtig schönes Rosa. Gefällt mir echt gut. Aber wie gesagt, ich würde es echt für den Sommer nehmen. Aber eigentlich ist es ja egal. Man kann das auf die Nägel tragen, was man möchte und wann man möchte. Aber ja, ich würde es im Sommer erst verwenden. Dann die 18. Da ist die Farbe drin, Frozen Roses. Das sieht voll nach meinem Geschmack aus, die Farbe. Jetzt schauen wir mal, wie es von innen aussieht. Oh ne, doch nicht so ganz. Also von innen sieht es ein bisschen anders aus. Auf dem Deckel hätte ich jetzt echt gedacht, ja, das wird mir voll gut gefallen. Aber wenn man sich jetzt hier das am Pinsel anschaut. Ja, ist okay. Aber ist jetzt nicht so wie die ersten, so wo ich sage, so, wow, voll geil. Genau. Dann die 19. Oh, das wird ein bisschen größer. Und hier haben wir wieder so einen Pearl-Effekt. Also ich muss sie echt mal anfangen zu verwenden, weil sonst stapeln die sich. Aber der sieht echt schön aus. So ein richtig schönes Silberglitzer. Gefällt mir total gut. Und es werden schon immer weniger. Ich finde, am Anfang denkt man immer, boah, ich habe noch voll viele Türchen. Und dann auf einmal, zack, werden es immer weniger. Jetzt haben wir nämlich schon die 20. Gingerbread Cookies heißt die Farbe. Und okay. Ich weiß nicht, wie ich diese Farbe beschreiben soll, aber vielleicht hätte ich einen dunkleren Hintergrund nehmen müssen für die Farbe, dass man die besser sieht. So dreckiges braunes Weiß irgendwie. Voll die komische Beschreibung, ne? Aber egal. Vielleicht sieht sowas dann gut aus, wenn man so einen Glitzereffekt drüber macht. Muss ich mal probieren. Dann die 21. Shiny Snowflake und es sieht nach Glitzer aus. Oh Mann, es ist so ein schönes Glitzer. Es ist ein richtig schönes Silberglitzer. Also gefällt mir total gut, mit so einem leichten rosa Stich drin und die Glitzerpartikel sind so lila-blau. Also richtig schön, gefällt mir total gut. Nur noch drei Türchen, wir sind schon bei der 22. Da ist die Farbe drin, Evergreen Elegance. Und es ist so ein richtiges Tannengrün. Oh, ne Tannen, doch, oder? Sag mal doch, Tannengrün. Ja, grün ist jetzt nicht so meins, aber... Aber ist eine schöne Farbe. Wir sind schon beim vorletzten Türchen. Da haben wir von Neo Makeup eine Mascara. Da war letztes Jahr auch eine drin, die war voll gut für die unteren Wimpern. Habe ich total gern benutzt. Schauen wir mal, wie die dieses Jahr ist. Wenn ich den Aufkleber abkriege. Mein Gott,
Kann doch nicht so schwer sein, ey. Jetzt alle. Oh ja, die ist wie letztes Jahr. Das Bürstchen ist ein bisschen anders. Letztes Jahr war es komplett gerade. Dieses Jahr hat so eine Wölbung mit drin. Aber das nehme ich wahrscheinlich auch wieder für die unteren Wimpern. Ich werde es auch mal bei den oberen probieren. Da komme ich aber mit so Plastikbürstchen nicht so zurecht. Deswegen ja, wird es wieder für die unteren Wimpern verwendet. So, und jetzt haben wir schon das letzte Türchen. Die 24. Und da ist nochmal eine Farbe drin. Und zwar Rudolph's Nose. War da nicht letztes Jahr auch so eine ähnliche drin? Und es ist auch ein richtig schönes Weihnachtsrot, wie ich finde. Also perfekt. Ja, und das war's schon. Das ging mir jetzt doch irgendwie zu schnell. Dann aber gut. Sind halt nur 24 Türchen. So, und wie immer kommen wir jetzt zum Preis und zum Fazit vom Kalender. Der Kalender hat gekostet 89,99 und ich finde den Preis dafür vollkommen okay. Es gibt noch einen günstigeren, der kostet nur 50 Euro. Ja, das habe ich aber jetzt erst gesehen, weil ich nochmal nach dem Preis schauen wollte. Und genau, für mich ist aber das, so wie es jetzt ist, perfekt. Ich möchte mir jetzt den zweiten nicht nochmal kaufen. Vielleicht schaue ich später mal rein, ob die zeigen, was drin ist. Genau, aber ich persönlich finde den Adventskalender immer mega, mega gut. Das ist mein allerliebster Lieblingskalender. Ich glaube, das ist jetzt schon der dritte, den ich habe. Und ich freue mich jedes Jahr drauf. Das ist jetzt aber wahr, würde ich das Video an der Stelle beenden. Wünsche euch allen noch eine gute Zeit und würde mich natürlich freuen, wenn ihr im nächsten Video wieder einschaltet. Tschüss!